hallo. Bevor Satisfactory nächste Woche losgeht, habe ich gedacht, wir gehen hier mal ein bisschen durch meinen Kram. Ich habe mich einfach mal ein bisschen ausgetobt. Deswegen hier auch, das kostet alles nichts, ne? Das ist natürlich, wir haben einen Server zusammen alle und da werden wir drauf spielen und richtig eskalieren. Deswegen, ich kann ja auch mit 2.500, das habe ich jetzt eingestellt, 6.660 oder 18.000 fliegen. Das kann man sich variieren mit der Mod. Also würde ich dann halt gerne nachher auf dem Server bauen. So, wir fangen an einfach, hier, Dreier Miner übertaktet, Oxid geht raus, Item Teleporter. Das geht natürlich nachher nicht. Das ist jetzt ja ein bisschen Komfort, deswegen ist, kostet der Scheiß auch nichts. Dass wir einfach, dass ich hier in dem Safe Game einfach ein bisschen eskalieren kann, so wie ich mir das vorstelle. So, Item Teleporter geht nicht, da würde ich dann nachher den Schnuffi oben rausziehen. Das sind hier sogar Solarmodule. Ich hoffe, die Mod setzen wir nachher ein. Wirkt auf jeden Fall geil. So, da geht dann Strom hoch und auf der anderen Seite wird der Lift hochgehen. Der Fahrstuhl. Ja, wird hier, zack. Der wird hier aus der Decke kommen und dann fipp. So. Aber das Entscheidende ist, ich habe hier bei 000 angefangen. Also Koordinaten 000. So, und dann haben wir hier, kommt von oben immer so eine verstärkte Säule. Dann haben wir hier noch durch Refined Energy ein bisschen Wasserturbinen, was auch noch ganz geil ist. 20 Megawatt, ist okay, kann man mit leben. Ist vielleicht ein bisschen viel, müsste man mal gucken, weil das ist schon sehr viel, was da an Strom rauskommt. Groben und Ganzen. Oh ja, Grüße. Warum nimmt der mich nicht mit? Der Hurensohn. Fährt er durch mich durch, weil ich im Fliegemodus bin? Das kann natürlich sein. Ja, dann habe ich hier einmal so einen kleinen, so einen Unterschacht sozusagen. Ja. Hier geht schon die ganzen Netzwerke lang. Also das ist hier für Storage Device. Gucken. Horizontal fliegt ist schöner. Ja. Und das ist halt die Zentrale der Säule, ne? Gehen wir hier mal nochmal nach oben. So, dann haben wir hier oben den Schnuffkopf. Den guten. Überlegen. Den hier. Ja. So. Klar, man kennt alles, bla bla bla. Hier ist auch so ein bisschen. Ich wusste nicht, was ich in die Ecke stellen soll, deswegen hat Power Storage hier gestellt. Und ja, ich habe 551 Megawattstunden. 500.000 Megawattstunden. So. Wenn ich jetzt rein durch das Atomkraftwerk und alles ausmachen würde, kann ich sehr lange überleben. Ja. Deswegen ist ja halt hier noch Fabrik. Dann ist hier der Storage Teleporter. Der braucht 500 Megawatt. 600. Kommt auf an, wie viel halt gerade benötigt wird. Ne, das ist klar. Und ich glaube, wir fangen mal mit dem einfachsten an. Weltraumlift, also hier ist so eine kleine Kuppel mit ein bisschen Beleuchtung, weil ich einfach Bock drauf habe, mich ein bisschen auszutoben. Ja, ist klar, weil da geht's nicht. Kriegen wir ja nächste Woche. Und man könnte hier rausgehen. Das ist hier erstmal, ich habe hier so ein WLAN-Panel. Kann ich auf mein Netzwerk zugreifen. Das ist vielleicht ein bisschen hochtechnisiert, aber ich finde es ganz geil. Weil du kannst die ganze Scheiße einfach reinwerfen. Wir können da ja einfach mal hingehen, der macht WLAN. Hätte ganz ehrlich gerade gerne Tag. War das? Set Time 12? Set Time Day? Help? Time Set 12. Ich weiß es nicht mehr. Egal, lassen wir die Sonne noch ein bisschen. Und man das nicht auch hier so stellen? Nee. Elf. Ja, aber. Hm.
Weiß ich nicht mehr. Bin ich ehrlich. Egal. Machen wir die Taschenlampe an. Ja, hier steht der Server. Dann haben wir hier, also ist hier ein Server, Rack. Das braucht sehr viel, ehrlich gesagt. Hier wird gerade nochmal ein Storage, aber ich habe das jetzt ja im WLAN sozusagen. Vielleicht muss Autosave. Da verbraucht jeder Teilnehmer etwas. Am meisten natürlich die Server-Dinger. Da speichere da kurz. Jeder braucht irgendwas, das ist natürlich irgendwie, man muss das ein bisschen. So 10.000 Megawatt brauche ich alleine schon, um den Server zu betreiben. Das Problem, das kann der nicht alleine. Oh, nee, so schnell, da will ich nicht fliegen. Hier stehen so ein paar mehr. Die sind natürlich alle nicht ausgelastet, aber sie produzieren alle. Weil jeder macht 1000 Megawatt, das sind jetzt hier 25 Stück. Was ich schön finde an dem Server. Ganzen Serversystem. Ich habe hier Partitionen, die kann ich mir einteilen eigentlich wie ich will. Technisch gesehen. Aber ich habe eine immer ein Serverrack genommen, um ein Item drauf zu speichern. Hier sind schon so ein paar. Ich habe das noch nicht fertig, weil ich habe nicht so viel Spielzeit investiert, um alles zu machen. So, die Schilder sind automatisch. Wenn da natürlich was drin ist, zeigt er mir das an. Wenn nicht, nicht. Weil ich jetzt, Aluminiumkisten sind da zum Beispiel voll. Aluminiumgehäuse. Hier ist mein kleines Card. Das ist der Server Netzwerk Distributor. Und hier hinten sind wieder die Item-Teleporter, die aus der Fabrik kommen. Da sammle ich den ganzen Scheiß mit ein. Der kommt dann da rein. Da ist ein Storage-Adapter dran und dann sage ich dem, was er einlagern soll. Das ist eigentlich ganz geil. Finde ich schön. Vor allem, weil es extrem viel Energie braucht. Ne? Eigentlich nur eine Festplatte passen 16.000 Teile rauf. Das heißt, ich habe jetzt, wenn man jetzt Eisenbarren nimmt, als einfachstes, ich habe 196.000 da drin. Eigentlich reißt eine Festplatte. Eigentlich braucht man nicht so viel Strom. Aber naja. Dann habe ich hier immer so kleine Türme gebaut. Wo die großen draufstehen. Um sie durchzuverbinden. Hier ist mein WLAN. Hier ist mein erster, ich glaube mal sinnvoller Blueprint. Den ich mal gebaut habe. Sind hier aber nicht mehr drin, da ich die mal gelöscht habe. Ein fertige 1 Gigawatt Strom aus Kohle. Weil aus den Ressourcenadaptern, die aus dem WLAN kommen, kommen maximal 500 Kubik, sammeln sich hier drin und das Rohr schafft 600. Das heißt, der pumpt hier 600 raus und dann kriegen die halt hier alle Wasser. Maximum. Und der ist immer ganz knapp dahin. Ja. Viel wichtiger war mir, dass eigentlich war es gedreht, dass der Rauch so kommt. Das Problem, der Rauch ist, ne, der ist statisch. Der ist einfach nur eine Grafik. Ja. So, und da ich verdichtete Kohle hier in diesem langen Schnuffi hier produziere, 800, die hier richtig schön am Langzischen ist. Ja, ich hänge! Weil ich hier 800 verdichtete Kohle produziere, fast, kann ich damit ungefähr 9 Gigawatt an Strom erzeugen, wenn ich mich nicht täusche. Entschuldigung, könnte ich hier bitte raus? Ah, vielleicht ist 1200 durch die Fabrik zu fliegen auch ein bisschen schwer. Aber egal. So. Und dann habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Da sind meine Server drin. Hier ist mein erster kleiner Speicher. Kleiner. Oh, da ist er. Entschuldigung. So. 20 Stockwerke kann das und jedes Stockwerk ist ein Speicherschnuff. Ganz oben Glasfenster, sehr schön, ein Licht. Das Licht hole ich mir sogar extra. Ich habe extra ein Lichtnetzwerk angelegt, was ich von dem Zentrum aus steuern kann.
Das ist das Entscheidende, ne? Ja, hier kommt sie aus dem Boden. Weil das Licht kommt hier hoch, geht dann hier am Gebäude lang. Außen. Wenn ich jetzt nämlich da nach unten gehen würde, wäre das, naja. Bis unten ist nur Netzwerk. Für den ganzen Server hier. Für die ganzen Ressourcenadapter. Und für Strom halt. Ja, die sind noch ein bisschen buggy, weil die noch nicht geupdatet wurden. Die sollen laut Mod-Hersteller, die 7er Bänder, die er da reingemacht hat, sollen erst mit 1.0 geupdatet werden. Aber wir brauchen denn ja eigentlich nur 6er. Deswegen, ja. Ja, da ist die Awesome Sync. Hier ist ein riesiger Blueprint Designer MK2. Der ist eigentlich ganz geil. Weil die sind alle ein bisschen größer. So, das ist, wenn man, das ist der Standard Blueprint Designer und meiner ist halt dreimal so groß. So, dann gibt's den 3er, den 4er, den 4.1er, den 4.2er. So, den soll man nur benutzen, wenn man ihn wirklich braucht, weil der crasht ab und zu das Spiel. Ich hab's versucht, ist gecrashed. Ja, hier sind so die einzelnen Fabriken, ne, man kennt's. Eisenerz kommt raus, was ich unten abnehme über den Teleporter, kommt hier rein, geht raus. Oben drauf sind Solarfelder, finde ich total geil. Die produzieren jetzt natürlich nichts, weil die Sonne nicht wirklich da ist. Das steigt hier an und dann gewandert der hier rum, man sieht es auch so ein bisschen. Und dann produziert er Stück für Stück Megawatt und ja, was man jetzt sogar im Stromnetz sehen müsste. So ein bisschen am Schwanken, das ist aber durch den Atomstrom. Aber ich habe bummelig, wenn alles an ist, 100.000 Megawatt und nicht nur, ja, guck mal, jetzt kommt's. Glaube ich. Na, guck mal, 2 Megawatt machen sie schon. Ab 47. Also, guck mal. Ja, und das halt auf jedem Dach total geil eigentlich. Also, wenn das Standard wäre auf dem Server nachher bei uns. Mal gucken, ob ich das durchkriege, ob wir da mal eine Mod installieren, weil das ist eigentlich ganz schön. Weil also hier mehrere Lichter ist total geil. Das ist natürlich der Server und so, da hätte ich Bock drauf. Aber Refined Power mit der Windturbine Solarpanel. Ich habe hier ja nochmal einfach vier Solarpanels stehen. Die maximal 150 Megawatt machen, wenn sie komplett beleuchtet werden. Und die sich sogar, sieht man das? Müssten sich leicht mitdrehen, aber naja. So. Ja, dann wird es hier immer komplizierter. Wir können ja mal zu den Aluminiumbarren reingehen. Ne? Hier kommt das Wasser raus, hier kommt das Bauxit raus, hier rein und hier durch und da kommt der Schrott und da kommt der Quarz und dann kommt hier alles zack und dann wird es nachher verschmolzen und dann geht's da weg. Also ist geil. Das ist immer ein kompletter Schritt in der Fabrik und das will ich noch erweitern, deswegen ist hier zum Beispiel auch schon die Wand oder so. Hier für Motoren. Eingänge immer unterschiedlich, wie ich gerade Bock habe. Hier müsste ich sogar gerade mal überlegen. Hier habe ich hier angefangen, glaube ich. Das Witzige ist, ich habe gesagt, außer jetzt bei was kriege ich aus einer Quelle raus? Aus einer Quelle kriege ich 150 Schrauben, 50 Platten, 25 Barren, 75 Stangen, 75 Kabel. Aus einer Quelle wirklich, dass ich hier nur aus einem Ofen einen Anschluss brauche. Einfach so, hier ist es ganz einfach eigentlich. Ein Ofen, nicht mehrere Öfen und dann mehr, scheiß auf, nur einen. So, ich will ja, dass es auf Langzeit irgendwie da mal produziert, weil, ja gut, hier Quarzsand habe ich komplett. Musste ich komplett durchziehen, weil aus einem Ofen, aus einer Quelle kriege ich so viel und dann habe ich das Band voll gemacht. 750, 780 ist am Maximum dann. Das wird sich dann ja noch mal ändern. Ja. Hier haben wir die Resteverbrennung. Brauche ich gerade 50 von 150, die ich hier verarbeiten kann. Ich kriege ja die Schwerölrückstände von hier hinten, von der. Von denen und von denen kriegt er Schwerölrückstände und dann verbrennt er die. Ja. Hier ist ja nochmal ein bisschen mehr. Das gleiche kennt man. Und dann gehen die Barren hier rein und dann machen wir einen weiter. Und so. Das sind nur Alu-Kästen, ne? Wenn das jetzt weitergeht.
Da werde ich dann ja im Singleplayer ein bisschen mich frei austoben. Das eskaliert schon. Immer schön oben drauf, wie so ein Schornstein, der hier durch ist, sind alle verbunden. Es kommt alles von unten. Ganz wichtig, hier so ein Bodenschnuffi, so ein Doppelter. Ich hoffe, da kommt dann 1.0 auch. Ich hoffe, die nehmen ganz viele Mods mit. Oder implementieren die dann in 1.1 oder zwischendurch. Das wäre auf jeden Fall geil. Ja. Und, ja. Das eskaliert dann immer so Stück für Stück. So, jetzt speichern wir wieder. Das. Auf dem Server wird das ja nachher hoffentlich nicht so sein. Das ist, obwohl ich, ne? Ich habe ja 16 Kerne, also eigentlich passiert ja ganz schön viel. So, hier ist dann, ne? Stickstoff, Salpetersäure, hier sind nur 5 vor allem, ne? Das ist auch, wenn man das mal überlegt. Ich brauche davon 70, um daraus Platten zu machen, zweimal. Dann brauche ich hier noch die Stahlbeams. Dann brauche ich hier. Ich würde mal gerne sehen, wenn man da so rüber hovert, wie bei Minecraft, dass man sieht, was da gerade produziert wird. Das wäre geil, so ein Overlay, so ein Quick Overlay. Und dann die verstärkten Platten und hier nochmal Rotoren und dann hast du das Smart Plating und dann geht das zurück. Und das sind halt nur 5. Aber naja. Haben wir hier hinten. Ah ja, Aluplatte. Ja, das ist mein Servergebäude, das wird ja dann noch weitergezogen. Hier! Machen wir das erst, weil hier ist. Hier kommen so bummelig 600, vielleicht ein bisschen mehr. An. Treibstoff raus. Im ersten Schritt machen wir klar aus Fuel das Polymermitharz, was da hinten rausfliegt. Dann machen wir Fuel aus dem Öl. So, das machen wir hier in 8 Stück. Die sind durchgetaktet. Dann machen wir hier nochmal klar, kompakte Kohle. Dann, ja, gehen die hier durch. Immer einen kleinen Zwischenspeichertank. Dass da immer, im Zweifelsfall das System weiß wohin. So, die werden einfach geschreddert. Die gehen technisch gesehen in den Müll. Ja. So. Ja, hier alles durchverbunden. Ne? Kabel, Kabel, Kabel. Oh, da geht kompakte Kohle und Treibstoff. Nehmen die in die Schnuffis rein und dann machen wir da Turbofuel draus. Turbofuel auch und auch mal mit dem Puffer. Das ist ja kein Tank, das ist ja ein Buffer. Auf Englisch, ja. Fluid Buffer. Das ist total geil. Die haben das als Buffer genommen und dann ist das einer für die Decke. Feier ich total. Aber egal. Ja, oder? Ich glaube, die letzten haben ein bisschen zu kämpfen. Ja, guck mal, die hier sind gelb. Die werden manchmal ihren Treibstoff nicht richtig los. Ich habe aber halt auch alles aufgerissen, ne? Also, Hauptsache, da kommen so bummelig 700 raus. Dann gehen die hier ins WLAN, ins Netzwerk. Was ich eigentlich echt schön finde, so ein bisschen Digitalisierung. War bei Minecraft immer schon ganz geil und dann verschwinden die halt. So 99% hier hinten. Und hier hinten machen wir 20 Gigawatt. Muss man sich mal vorstellen. Jetzt ist auch Tag, jetzt mache ich auch mal wieder 100.000 Megawatt. Natürlich mit Batterie hier zwischen. Und jeder hat richtig schön viel zu tun. Keiner ist jemals gelb, soweit ich weiß. Das Rohrsystem ist pro Seite. Wie viel habe ich denn eigentlich? 53 habe ich, glaube ich, reingebaut, ne? 53,3, also 54 habe ich gebaut. Ja. Also sind das irgendwie 26 pro Seite. Das heißt, ich kann technisch gesehen mit einem Rohr, hier kommen natürlich jetzt zwei Rohre raus, alles betreiben.
Ich einmal links, einmal rechts. Eigentlich würde ich die noch weiterziehen, das wäre ziemlich witzig, aber wäre halt völlig übertrieben. Aber rein theoretisch kann ich aus einem Fabrikrohr was raus. So, hier wird noch Resttreibstoff verbrannt. Hier hinten auch. 370 Megawatt. Ganz entspannt. Hier hinten auch. Ja, alles ist über den Boden angeschlossen, selbstverständlich. Das war ganz knapp hier, ne? Ja. Ich finde die Türme echt cool. So wie das hier, das ist echt schön. Das ist übrigens mein Atomkraftwerk. Das zeige ich gleich. Können ja mal auf die Let Me Out Ebene. Schau mal. Fahrstuhl voll geil, feier ich. Ja. Klar, ein kleines Netzwerk. Es verteilt sich halt überall. Netzwerk, Netzwerk, Netzwerk. Die blauen, das sind die Netzwerkstrippen. Für den Digital Storage Netzwerkkabel kann man hier schön. So. Dann haben wir hier die Storage, die Ressourcen. Bla 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 bla. Hier sind die Lifts von unten. Ja, und dann zieht sich das hier so komplett durch. Flieg hier mal komplett vorbei. Warum? Ah, hier sind auch. Was ich schön fand. Sieht das natürlich komisch aus, weil da Beton hinter ist, aber das erkläre ich gleich. Ich habe einmal außenrum Strom gezogen und die Plattform ist auf 160? Nee. 147, ein über der höchsten Uranquelle, über dem höchsten Berg im Spiel. Jetzt nehme ich da mal hinfliegen, wir können ja mal mit 18.000 Units die Sekunde. Eigentlich läuft man nur 100. Hier ist nämlich die Uranquelle. Und wir sind leichter drüber. Das Ding geht hier einmal so lang und dann... Strom kommt immer über die meistens. Und das Witzige ist, die das habe ich... Ich bin ein bisschen eskaliert. Ah, ich weiß gar nicht, was wir da holen. Ich glaube, das ist Sam-Erz. Ja, das ist Sam-Erz, die habe ich letztens gebaut. Vorgestern oder so. Und das Witzige ist... Das sieht natürlich alles komisch aus, ne? Weil die Map nicht zu Ende ist, aber hey. Ich hoffe, da kann man nochmal was machen, ey. In der Skybox, das wäre so geil. Da so ein riesen Krater. Da muss ich mal einen Screenshot machen. Moment. So, das ist hier Map-Ende. Da ist offiziell, bist du hier oben an der Kante. Die ein bisschen schade finde. Aber naja. Und ich müsste mal die Map noch ein bisschen größer machen. Vor allem nicht, also nicht so abgehackt, so, weil da ist überall noch Wasser und da sind graue Boxen, aber da sind Texturen drin, aber naja. Ja, und ich überall mir so die Strommasten immer auf Max Range zusammen, auf Max Range gezogen. Und dann noch einmal außen rum. Die Plattform ist übrigens vom Mittelpunkt aus in alle Richtungen 100. Also die müsste so 200 mal 201 mal 201 sein. Und dann habe ich hier außen immer die Türme lang gezogen, immer die Ecktürme. Einen zentralen und dann immer so zwei dazwischen. Passt wunderbar. Und da wird immer hier abgegangen. Das Stromnetz kommt hier natürlich aus dem Turm nach unten. Da ist ein unsichtbarer drin. Und dann kommt er hier raus und dann geht hier auf der ersten Linie das Stromnetz lang. Einmal außen rum, wenn man es braucht. Netzwerk wäre hier. Sieht man nur gerade nicht. Hier mal ein Netzwerk. Hey, ich habe hier kein Netzwerk. Hier kommt ganz viel Eisen und Kohle. Ist echt krass. Ich habe ja außen lieber kein Netzwerk, weil das alles Item-Teleporter sind, ne? Ja, aber egal. Geht hier so lang, dann geht das hier komplett durch. Deswegen habe ich den auch immer an der Seite gezogen, weil
für den Digital Storage würde ich die, also mittig nicht, links Strom, rechts das Netzwerk und dann ist gut. So, dann gehen wir halt wieder hier runter, ne? Und dann bauen wir hier in dem Fall Schwefel ab. Ganz praktisch. So. Naja, wir waren ja, wollten ja von unten gucken, ne? Ja, und in die Richtung halt auch, also in alle Richtungen. In alle Himmelsrichtungen, einmal da, einmal da, einmal da, bin ich an der Map-Kante. Dann immer hier schön Säulen nach unten gezogen, die auch einmal die Betondecker mit Rahmen verstärkt, weil wichtig. Und dann unten, ja, ganz wichtig auch. Dass da jetzt ein Pilz ist, dass der da gewachsen ist, da kann ich ja jetzt nichts mehr für. Aber unten dann Fundament, das Fundament außenrum mit den Frames verstärkt, als wenn das so in der Erde eingelassen ist. Da denn eine Foundation, klar. Weil sonst verschwindet das Ding nämlich im Boden und das ist manchmal, oder hier am Baum, komplettes Metallskelett außenrum gebaut. Hier habe ich zum Beispiel einen Wasseranschluss. Ist auch verstärkt. Das ist ein reporteder Bug, den fixen die vielleicht nochmal. Vielleicht haben sie den auch schon. Nee. Du kannst nämlich keine Netzwerkausgänge wie die Wasserausgänge daran setzen. Deswegen muss ich die Türme darunter ziehen. Aber das, was ich sehr schön finde, der, klar, macht Wasser, kennt jeder. Und da brauchst du kein Rohr anschließen, sondern der pumpt direkt ins Netzwerk. 300. Und dann geht das über das Netzwerk hoch. Hier an meine Ecke. Und da ist mein Netzwerk. Erster Strom, zweiter Netzwerk. Total geil. Habe ich denn das? Da habe ich das mit Stickstoff noch gemacht. Na gut, das ist Thorium, das ist von der erweiterten Energie. Hier habe ich dann auch nochmal Wasser. Biegen wir mal ganz schnell, dass das Spiel kurz davor ist abzustürzen. Hier haben wir noch Wasser. Hier haben wir Wasser. Da haben wir Schwefel. Mit der langen Treppe nach unten. Wichtig. Bei mir gibt es immer eine Treppe nach unten. Die Dinger übrigens auch. Da geht es dann nach oben und hier schön außenrum mit Gitter. Wichtig. Und natürlich die Treppe immer, dass sie auf den Boden ankommt. So, wir könnten jetzt. Ich habe natürlich mir einen Teleporter geholt, weil ich nicht immer fliegen will. So, dann hätten wir noch, also wir sind gerade bei den Wassertürmen, wie man sieht. Gehen wir noch zum Quarz, können wir noch gehen. Habe ich mir auch nochmal so einen WLAN-Turm gesetzt, dass ich übers Netzwerk hier zugreifen kann. Und dann gibt es hier auch nochmal Wasser und hier unten gibt es Quarz. Ganz viel Quarz. Sogar ein bisschen Schwefel, aber den habe ich noch nicht angebunden. Den habe ich angebunden, aber nicht nach oben. Wenn ich jetzt nicht nach oben mache. Kann den noch schön durch die Wand bedienen, wichtig. Portet man sich, finde ich total geil. Also Item-Teleporter, ich bin dafür so ein paar. Das ist ja Quality of Life. Und der verbraucht ja sogar was, wenn ich mich nicht täusche. Ich weiß noch nicht. Ja. Gibt auch fixe Teleporter, du könntest den noch umstellen. Rüberziehen oder da oben umschalten. Ach nee, Mute, ach, das ist der Sound, okay. Weil der normale Teleporter. Das ist wohlgemerkt der robuste, es gibt das kleine Feld, wo ich eben drauf war. Entweder ist das der, wo man wirklich immer hinkommt. Oder du sagst, ich gebe dem einen fixen Punkt. Wenn du da rauf gehst, wird es wegteleportiert. Wenn du auf dem anderen rauf gehst, wird es wieder hin teleportiert. Gibt's immer zwei Paare, die du denen dann gibst. Ja. Und dann habe ich gedacht, von meiner Plattform aus, wie hoch kann ich denn mal bauen? Und da ist kein Fahrstuhl drin. Es ist nur ein riesiger, ja, ganz klassisch eine UV unter Verteilung 500 Meter USV ohne unterbrechungsfreie Stromversorgung. Man sieht das jetzt hier sehr gut. 446.000
300 Megawattstunden schalte ich dazu. Als freie Kapazität. Das ist immer so eine Plattform. Das ist das auch von die Größe, die ich in dem Blueprint Designer gemacht habe. Ja, die habe ich in dem Blueprint Designer gemacht. Das passt genau da rein. Das ist immer eine Etage. Die Dinger plus ein Dach und noch ein drauf. Ich glaube, zwei oder drei Etagen sind das dann immer. So, jetzt haben wir natürlich einen Vorteil. Wir können ja mal dahin gehen. Gucken wir hier schon über alles rüber. Da werden noch mehr Fabriken entstehen. Allein schon mit den neuen Bändern. Und dann fahren wir auf 500 Meter. Das was das Höchste, was der hier kann. Und dann haben wir hier oben einen kleinen Aussichtspunkt über den wunderschönen, ne? Wie heißt das? Über den guten hier. Ja, schon geil. Und so sind wir dann auch mit der komischen Antenne für WLAN und der Lift ist eigentlich gefühlt auch am Ende. Ne, wir müssen ja wieder hier Fliegen ausmachen, sonst bleib ich wieder in der Luft stecken. So, und was da hinten am Flackern ist, ach, hier sind wir übrigens auf der anderen USV. Das ist mein Atomkraftwerk. Es ist ein riesiger Tschernobyl-Betonblock. Und ich liebe ihn. So werde ich das Atomkraftwerk auch bei uns bauen, weil ich habe mich ja freiwillig für Lager und Zug, Lager und Strom gemeldet. Ja. Aber dazu machen wir noch ein zweites Video. Das ist da drin ja ein bisschen aufwendiger. Das lade ich dann als separates Video.